Und los geht's. Hier ist TV Bayern Live. Herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Mickey Krause, Schlager- und Partystar. Allseits bekannt vom Ballermann durch so grandiose Songs wie Schatzi, schenk mir ein Foto oder Finger im Po, Mexiko. Den Mann mal außerhalb von Malle Live erleben zu dürfen, das ist tatsächlich ein Erlebnis. So geschehen jetzt in Bayreuth beim 30. Meisels Weißbierfest. Mickey Krause hat sie im Griff, die Bayreuther Partymeute, und ist noch dazu ein echt entspanntes Kerlchen. Vor der Show auf dem Brauereigelände treffen wir ihn im Liebesbiergarten, gut vorbereitet auf die Bayreuther Bierparty. Mickey Krause ist startklar für Bayreuth. Definitiv. Also ich habe alle Hits der letzten 20 Jahre, der letzten 120 Jahre dabei. Also es wird ein großes Spektakel. Ja, und das wird's tatsächlich. Die Halle kocht, die Front Row flippt aus. Mickey gibt alles. Ballermann in Bayreuth. Mit Songs, die hier jedenfalls jeder mitgrölen kann. Wie entstehen denn eigentlich diese Songs so ganz genau? Ja, die Leute fragen immer, wie entstehen so Titel wie Jan Pillemann, Otze, Finger im Po, Mexiko, geh mal Bier holen. Ich sage immer, Alkohol spielt eine sehr, sehr große Rolle. Deshalb bin ich ja momentan in Bayreuth auch gut aufgehoben. Nein, wenn ich permanent Alkohol trinken würde, um gute Songs zu schreiben oder auch gerade mein Team, dann hätten wir jetzt ein mittelschweres Alkoholproblem. Mickey Krause ist der Start ins Jubiläums-Weißbierfest. Und besser könnte es in Bayreuth nicht losgehen. Es passt einfach. Einfach Spaß haben, gute Laune, und das ist Mickey Krause halt pur. Also fürs 30. genau der Richtige. Ja, absolut. Also wir haben uns nichts Besseres gewünscht, und er hat Zeit gehabt, und ich sage, ich komme mal kurz vorbei, sag Hallo und sing ein paar Lieder. Ja, und so ein paar Lieder. Die singt Mickey Krause bei rund 200 Auftritten im Jahr. Heißt also 200 Mal Partylaune auf Knopfdruck abliefern. Das muss man erst mal hinkriegen. Hast du immer Bock drauf? Jeden Abend? Wenn ich keinen Bock hätte, könnte ich nicht überzeugend sein, wäre ich nicht authentisch. Und das merken die Leute, wenn du wirklich auf die Bühne gehst und deine Show abziehst und nicht mit Leidenschaft dabei bist. Und das Schöne ist halt eben, ich werde dadurch leidenschaftlich, dass da viele Leute vor der Bühne stehen und Spaß daran haben, dass ich sie unterhalte. Und wenn sie richtig Spaß haben, habe ich sie, glaube ich, auch gut unterhalten. In Bayreuth hat er sie gut unterhalten. Definitiv. Der Mann mit der Perücke, die er übrigens in der Öffentlichkeit niemals abnimmt. Um sein gutbürgerliches Privatleben als treusorgender Familienvater im Münsterland zu schützen. Ja, hier wird immer noch gesungen und mitgegrölt im Studio. Auf dem Dogfest in München wurden am vergangenen Wochenende mehrere Filmpreise verliehen. Organisiert und gefördert wird einer dieser Preise von den SOS Kinderdörfern. Hier werden seit 4 Jahren Filme ausgezeichnet, die die schwierigen Lebenssituationen von Kindern in ihrem Umfeld besonders authentisch und emotional rüberbringen. Anna Zamecka ist die diesjährige Preisträgerin mit einem ganz besonderen Film. Die SOS Kinderdörfer geben Kindern ein Zuhause, eine Familie und stärken so ihr Umfeld. Aus diesem Hintergrund ist der Filmpreis am Dogfest in München entstanden. Zum 4. Mal vergeben wir jetzt diesen Filmpreis. Und wir versuchen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, einen Blick und ein Bewusstsein für die Lebensumstände der Kinder zu schaffen. Der Dokumentarfilm ist daher ein ausgezeichnetes Medium, die Lebenssituationen und den Lebensraum der Kinder authentisch wiederzugeben. Gestiftet wird der Preis von BOA Videofilmkunst.
Das sind Filme, die sich kritisch mit Lebenswelten von Kindern auseinandersetzen. Die Filme müssen auf Augenhöhe der Kinder ausgesucht sein und dargestellt werden. Und sie müssen eine gesellschaftliche Relevanz haben. Anna Zametzka ist die diesjährige Preisträgerin mit ihrem Film Comunia. Insgesamt produzierte sie 4 Jahre an diesem Film. Um die Emotionen besonders gut rüberzubringen, lebte Anna ein ganzes Jahr gemeinsam mit der Familie und begleitete sie ein weiteres Jahr mit der Kamera. Za ile będziesz? A gdzie jesteś? W Red Pubie jesteś. Für diesen Film wurde sich entschieden, weil er die Lebenswirklichkeiten von vielen Kindern und Jugendlichen auf dieser Welt darstellt. Diese Kinder leben in gesellschaftlichen und familiären Zwängen und haben eine riesen Last auf sich zu tragen. Die Jury hat sich auf Comunia geeinigt, weil dieser Film einen, glaube ich, besonders nahe geht, auch durch die Nähe zur Protagonistin Olla, dem 14-jährigen Mädchen. Und deren Kampf, um ja, als Familienoberhaupt den Bruder zu erziehen und die Familie durchzubringen. Also es ist ein Film, der einfach unglaublich Empathie erzeugt und dabei großartig filmisch gemacht ist. Ja, to me definitely, to this film and to me personally, this award. Ja, also für mich persönlich ist dieser Award ganz besonders und er ist sehr wichtig. Weil ich denke nicht, dass ich mit diesem Film die Realität verändern kann. Ich glaube nicht daran, dass Kunst wirklich etwas verändern kann. Ich wünschte, es wäre so, aber ich bezweifle es. Doch Anerkennung von einer Organisation zu bekommen, die so vielen Kindern auf der ganzen Welt hilft und die wirklich etwas verändert, die die Realität, ja die Welt verändert, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich fühle mich geehrt und ich bin glücklich. This is something very important to me. So I'm very honored and happy. Vielleicht können Filme als Medium nicht die Situationen der Kinder ändern. Die Aufmerksamkeit und Wichtigkeit des Themas wird jedoch in den Vordergrund gerückt. Und das ist schon mal ein wichtiger Anfang. Słuchaj, przemyśl to wszystko do soboty. So, jetzt geht's endlich mal um Möpse. Denn ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Diesen Satz hat der Komiker Loriot einst über seine bevorzugte Hunderasse, den Mops, formuliert. Von den niedlichen Vierbeinern geht eine Faszination aus, die viele Menschen begeistert. Und das schon seit ganz langer Zeit. Denn der Mops wurde vor über 2000 Jahren im chinesischen Kaiserreich gezüchtet. Gestatten? Monty. Monty Mops. 1,5 Jahre alt, mit Herrchen und Frauchen in Nürnberg beheimatet. Dort führt er ein ganz normales Hundeleben. Naja, fast. Denn eigentlich ist Monty ein Promi auf 4 Pfoten mit über 15.000 Facebook-Fans. Ja, Sie haben richtig gehört. Dieses mopsfidele Kerlchen hier ist tatsächlich ein Facebook-Star. Mit Hilfe von Frauchen Sandra begeistert Monty tausende User im sozialen Netzwerk. Da uns die ganzen Freunde und Bekannte gefragt haben, oh, du musst uns unbedingt Welpenfotos schicken, dann haben wir halt gesagt, na, bevor wir jetzt bei WhatsApp halt wirklich 30 Bilder jeden Tag verschicken, sage ich mal, haben wir gesagt, wir machen eine Facebook-Seite auf, wo sich dann letztendlich jeder einklicken kann und kann sich halt ein Monty-Bild anschauen. Mit dem Hype um ihren Mopler hat Sandra damals nicht gerechnet. Inzwischen ist die Pflege der Facebook-Seite fester Bestandteil ihres Alltags. Früh und abends postet die 32-Jährige witzige Bilder und Geschichten. Der Gefällt-mir-Button wird 100-fach geklickt, auch von Promis. Die Ruth Moschner hat mal geklickt bei einem Bild, ein Valentinstagsbild war es, glaube ich, von Monty. Da hat sie geklickt und dann war es der Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg, der hat auch bei einem Bild geklickt. Vor dem Fernseher, in der Dusche, beim Toben im Schnee. Monty macht einfach immer eine gute Figur. Und damit nicht genug. Für seine Fans hat der Kultmops zusammen mit Frauchen sogar ein eigenes Wort erfunden. Schnubbeln. Schnubbeln steht für alles. Ne? Schnubbeln ist kuscheln, schnubbeln ist naschen. Steht wirklich für alles. Und es ist sogar schon so, dass manche Fans dann wirklich zu Bekannten gehen. Wir hatten da eine Dame, die ist zu einem Bekannten gegangen, hat demjenigen was zum Süßigkeiten mitgebracht und hat dann gesagt, ja, da haben sie was zum Schnubbeln. Die Fans sind begeistert. Und Monty?
Tja, der darf sein, was er ist, nämlich ein Hund. Und vielleicht liegt genau da das Geheimnis seines Erfolges verborgen. Frauchen Sandra achtet darauf, dass es ihrem Mopler an nichts fehlt. Er bekommt zweimal am Tag Fleisch. Lammfleisch haben wir für ihn gemacht, Rohfleisch. Und auch ein bisschen Topping gibt es dann auch manchmal auf das Essen mit drauf. Ein bisschen Leberwurst, weil das mag er total gerne. Das ist sein Favorite, so seine kleine Süßigkeit, ne? Mops gönnt sich ja sonst nichts. Während sich der Mopler den Bauch vollschlägt, haben Frauchen und Herrchen Zeit, den nächsten Facebook-Post vorzubereiten. Mit dem Ohrstäbchen hier, ne? Das nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch, aber man macht es ja irgendwie gern. Und das ist wirklich total süß, wie die sich so mit an Montys Leben beteiligen einfach. Und mein Leben, das könnte schöner nicht sein. Ich bin satt und zufrieden. Jetzt ist erstmal Zeit für ein kleines Nickerchen. Denn auch ein Facebook-Mops braucht schließlich seinen Schönheitsschlaf. Anfangs hatte ich nur diese Rötungen. Doch dann wurde es immer schlimmer. Kuperose. Mein Dermatologe hat mir dann das Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics empfohlen. Der pflanzliche Wirkstoffkomplex mit Calendula-Extrakt mindert Rötungen und kleine sichtbare Äderchen erscheinen gemildert. Auch vorbeugend. Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics in Ihrer Apotheke. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milcherzeuger. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Also die Gelenke, die taten mir wirklich weh. Ich war eigentlich immer ein sehr aktiver Mensch. Und dann ging das auf einmal alles nicht mehr. Prof Schmerzcreme wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich habe Prof benutzt und es war gleich viel besser. Ich kann nur jedem raten, bei Schmerzen nicht lange zögern, Prof kaufen. Die gelbe Schmerzcreme aus der Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Egal ob für mich, im Berufsleben oder für die Familie. Wir schwören auf LaVita. LaVita ist so viel mehr als nur Vitamine. Über 70 natürliche Zutaten, ausgereiftes Obst und Gemüse, wertvolle Kräuter und Öle. LaVita. Bestellen Sie direkt unter lavita.de. Nein zum Bau des Südostlinks. Bürger demonstrieren gegen neu geplante Stromtrasse in Weiden. Außerdem neuer Nationalpark in Oberfranken. Der Steigerwald ist die vierte und neueste Option für das Naturschutzprojekt. Und kostenlos surfen während der Busfahrt. Seit dieser Woche geht das mit dem freien Bayern-WLAN im Raum Almberg-Sulzbach. TV Bayern Live, willkommen zurück. Mehr Kita-Plätze, zu wenig Fachpersonal. Der Erziehermangel ist in Ballungszentren wie Frankfurt, Berlin oder München schon lange traurige Realität und hat jetzt auch die Mittelfranken erreicht. In Erlangen beispielsweise stehen aktuell rund 80 Kinderbetreuungsplätze auf der Kippe. Sie werden bis Herbst ersatzlos gestrichen, wenn die Berufspraktikumsstellen in den Betrieben bis dahin nicht besetzt werden können. Doch steht es wirklich so schlecht um den Erziehernachwuchs? In der Schule lernst du jeden Tag was Neues. In der Arbeit bist du jeden Tag mit Kindern, die irgendwie unterschiedliche Stimmungen haben zusammen. Es ist immer unterschiedlich. Lisa hat sich ganz bewusst dafür entschieden, Erzieherin zu werden und befindet sich bereits im dritten Ausbildungsjahr. Mit ihrem Berufswunsch steht die 22-Jährige aber nicht alleine da. Die Klassen auf der Fachakademie für Sozialpädagogik in Nürnberg sind gut gefüllt. An Erziehernachwuchs scheint es nicht zu mangeln. Es gibt so eine Landesarbeitsgemeinschaft der Bayerischen Fachakademien. Und als ich da begonnen hatte, gab es bayernweit 40 Fachakademien. Und zum nächsten Schuljahr werden wir bei 62 Schulen sein. Bayernweit. Und trotzdem reicht es im Moment nicht. Also so eine große Schule wie unsere, wir werfen jedes Jahr etwa 100 bis 120 fertige Erzieherinnen auf den Arbeitsmarkt.
und die werden im Moment aufgesogen. Grund dafür ist der massive Ausbau der Klein- und Schulkindbetreuung in den letzten Jahren. Auf den erhöhten Bedarf an Fachkräften hat das bayerische Staatsministerium jetzt mit dem Modellversuch Ob die Prax reagiert. Die Studierenden suchen sich einen Ausbildungsplatz bzw. Träger, wie zum Beispiel die Stadt Nürnberg, schreiben auszubildenden Stellen für Erzieherinnen aus und kooperieren dann mit den Schulen. Zusätzlich wird die Ausbildungszeit verkürzt. Der Modellversuch kommt bisher gut in Nürnberg an. Eine endgültige Bilanz wird es aber erst in 3 Jahren geben. Davon wird Lisa nicht betroffen sein. Sie durchläuft gerade noch den klassischen Ausbildungsweg. Der Hauptbahnhof ist in den meisten Städten nicht nur Verkehrsknotenpunkt, sondern auch Flaniermeile und Treffpunkt für die unterschiedlichsten Menschen. Klar, dass es da nicht immer friedlich zugeht. Eine Tatsache, die auch immer mehr Bahnmitarbeiter erleben müssen. Die Zahl der Übergriffe auf das Personal ist deutschlandweit im letzten Jahr um 27% gestiegen. Notruf aus der Osthalle. Eine Servicemitarbeiterin wurde angespuckt, beleidigt und bedroht. Der mutmaßliche Täter wird von der Bahnsicherheit schnell überwältigt und dann an die Polizei übergeben. Das Personal der Bahn erlebt so etwas leider immer häufiger. Die Gründe dafür so vielfältig wie die Menschen. Hat derjenige vielleicht ein Problem, privat, familiär, ist ja alles auf Säulen aufgebaut dementsprechend, dass er da Probleme hat, vielleicht das Trinken angefangen hat. Und dann reicht schon vielleicht ein kleiner Funken aus, weil man ihn belehrt, er soll aufstehen oder sonst was, dass er dann gleich hochgeht. Also da sind die Grenzen weit. Alkohol bis zum Betäubungsmittel kann da jeder Auslöser sein. Deshalb hat die Bahn die Präsenz der Sicherheitskräfte erhöht. Seit kurzem begleitet auch Schäferhündin Laika die Streifen. Das beeindruckt zusätzlich. Generell stellt die Bahn dabei klar, abgesehen von den Angriffen auf das Personal, haben Vandalismus und Gewalt grundsätzlich abgenommen. Das sei auch ein Verdienst der verstärkten Videoüberwachung. Zusätzlich helfen könnten jetzt sogenannte Bodycams. Wir würden uns wünschen, dass das Ganze noch mit Ton machbar wäre. Weil dann würde man erst mitkriegen, welchen verbalen Angriffen wir ausgesetzt sind. Weil die Verbalität, die geht viel weiter und viel höher als die tatsächliche körperliche Gewalt, die dann so eine Videokamera dann letztendlich aufnehmen kann. Die Notwehrmittel Schlagstock und Pfefferspray sind nur die allerletzte Wahl. Generell geht es darum, Präsenz zu zeigen und Konflikte durch Kommunikation zu vermeiden. Zusammen mit der Bundespolizei will die Bahn so künftig auch die Gewalt gegen das Personal endlich eindämmen. Und was sonst noch los war im Freistaat, das haben wir jetzt mal kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Nachrichtenüberblick. Wird das größte Volksfest Bambergs, die Sandkerver, in diesem Jahr stattfinden oder nicht? Das ist noch immer nicht endgültig geklärt. Ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen der Stadt und den Veranstaltern ist in dieser Woche ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen, soll aber am kommenden Montag fortgesetzt werden. Die ehrenamtlichen Organisatoren des Volksfestes hatten die diesjährige Sandkerver vor 2 Wochen überraschend abgesagt. Begründet wurde das mit den immer größer werdenden Haftungs- und Finanzrisiken der 300.000 Besucherveranstaltung. Mails können in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach ab sofort auch während der Busfahrt abgerufen werden. 20 Regionalbusse sind mit dem dazugehörigen Router ausgestattet. Finanzstaatssekretär Albert Füracker schaltete auf dem Amberger Marktplatz zusammen mit Oberbürgermeister Michael Czerny und Landrat Richard Reisinger das Bayern-WLAN frei. Damit ist die Region auch Pilotregion. Das Projekt fördert der Freistaat mit rund 55.000 Euro. In den kommenden Jahren sollen weitere Buslinien in Bayern mit dem freien WLAN ausgestattet werden. Nachdem die Bayreuther Kultdisco Rosenau in der vergangenen Woche fast vollständig abgebrannt war und einen Katastrophenalarm ausgelöst hatte, gibt es jetzt Diskussionen um einen möglichen Wiederaufbau. Während Eigentümer und Pächter des Gebäudes noch die Versicherungsgutachten abwarten, versuchen die Anwohner, einen möglichen Wiederaufbau mit einer Unterschriftenaktion zu verhindern. Den Initiatoren sind die Begleiterscheinungen des Partybetriebs, wie Ruhestörungen und Verschmutzungen diverser Art, schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Habemus Shootingstar. In Europa gilt er als Hoffnungsträger. Emmanuel Macron, der neue französische Staatspräsident. Aber wie wird er im Europäischen Parlament gesehen? Unsere Korrespondentin Verena Rotter hat mit Monika Hohlmeier in Straßburg gesprochen. Herzlich willkommen aus Straßburg. Frau Hohlmeier, der neue französische Präsident hat viel vor mit der EU. Investitionsprogramm, Eurobonds. Wie kommt es hier im Europäischen Parlament an?
Also zunächst einmal ist natürlich die Hoffnung darauf, dass ein deutschlandfreundlich gestimmter, europapositiv eingestellter französischer Präsident hoffentlich dazu beiträgt, dass wir innerhalb Europas wieder mehr zusammenfinden. Emmanuel Macron hat ein ehrgeiziges Programm. Das ist natürlich für Frankreich, die in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen, die fast in einer Art wirtschaftlichen Lähmung sich befinden, die in den letzten Jahrzehnten, egal wie sie regiert waren, nie ein ernsthaftes Restrukturierungsprogramm für Frankreich gemacht haben. Und vor dieser Riesenaufgabe steht jetzt Emmanuel Macron. Und deshalb betont er die Investitionen so. Und viele Zuschauer fragen sich jetzt sicherlich, wer soll das bezahlen? Wird der deutsche Steuerzahler dann den französischen Staat sanieren müssen? Nein, das wird sicherlich nicht der Fall sein. Aber man wird nicht nur Emmanuel Macron, sondern man wird versuchen müssen, gemeinsame Projekte tatsächlich zu realisieren. Er formuliert Dinge, die recht vernünftig sind. Bundesfinanzminister Schäuble hat schon gesagt, wir haben einen sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus. Darüber nachzudenken, einen europäischen Währungsfonds zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen, das ist ein Gedanke, dem man wirklich was abgewinnen kann. Frankreich dabei zu unterstützen, wenn sie Restrukturierungsmaßnahmen machen, da dreht sich es weniger um deutsches Steuergeld, als auch tatsächlich, dass man sich gegenseitig unterstützt, sowohl in ideeller Form, dann über europäische Projekte oder tatsächlich gemeinsame Felder identifiziert, in denen man gemeinsam investieren kann. Jetzt waren die Franzosen ja beim Thema Flüchtlingskrise und Flüchtlingsaufnahme jetzt nicht so der enge Partner. Glauben Sie, dass bei diesen Themen die Franzosen jetzt auch kooperativer werden mit Macron? Also ich hatte den Eindruck, auch aus allen Reden, die er gehalten hat, dass er auch hier das Thema Solidarität und Fairness ernst nimmt. Er weiß um das französische Problem vieler Nicht-Integrierter, im Besonderen aufgrund der Historie Frankreichs mit den Maghreb-Staaten. Da gibt es auch relativ viele Nicht-Integrierte. Integration war nicht das Schwerpunktgebiet Frankreichs. Macron hat sehr deutlich gesagt, wir müssen etwas für die Integration tun. Und er hat auch gesagt, es kann nicht sein, dass nur einige wenige Staaten etwas tun. Auch Frankreich muss einen Beitrag leisten. Das heißt, da ist er von den Formulierungen her deutlich konzilianter als das bei anderen davor gefallen gewesen war. Vielen Dank, Frau Hohlmeier. Frau Hohlmeier fordert von Frankreich einen deutlichen Beitrag auch. Im Juni wird Herr Macron hier in Straßburg sprechen und wir schauen, was er hier zu sagen hat. Damit gebe ich zurück. Ja, vielen Dank, Verena Rotter. Der Frankenwald ganz im Norden Bayerns, ein Nationalpark. Seit dieser Woche ist das eine ernstzunehmende Möglichkeit. Umweltministerin Ulrike Schaaf hat nämlich bei der Suche nach dem angekündigten dritten bayerischen Nationalpark ganz offiziell auch den Frankenwald ins Spiel gebracht. Er ist neben der Rhön, dem Spessart und den Donauauen damit Kandidat Nummer 4. Der Frankenwald, Waldgebiet des Jahres 2017 und bald Bayerns dritter Nationalpark? Durchaus möglich. Für uns ist klar, dass wir nur auf Staatswaldflächen zurückgreifen wollen, überwiegend. Und dass wir vor allen Dingen einen Dialog führen, ein Angebot an eine Region machen. Und Voraussetzung ist natürlich der naturschutzfachliche Wert dieses Waldes. Der ist hier gegeben. Wir haben eine sehr schöne, zusammenhängende, große Waldfläche. Wir sind angrenzend an Thüringen. Dort verbindet uns das grüne Band. Und vor allen Dingen hätten wir für den Frankenwald natürlich auch eine Strukturentscheidung, also eine Unterstützung, eine regionalpolitische Strukturhilfe, die wirklich auch ihre Wirkung zeigen kann. Die Ankündigung hat viele potenziell Betroffene in der Region recht unvorbereitet getroffen. Die Reaktionen sind sehr durchmischt. Der größte Teil des Frankenwaldes ist kleinteiliger Privatwald. Unter anderem das macht die Umsetzung eines Nationalparks mit mindestens 10.000 Hektar Fläche aus Sicht der Waldbesitzer sehr schwierig. Wir haben ja in Bayern bereits zwei Nationalparke, die vor allem auch durch die Fichte geprägt sind. Und auch der Frankenwald wäre im Grunde genommen ähnliches Konstrukt. Und von daher ja, sehe ich dem Ganzen an und für sich etwas skeptisch gegenüber. Durchaus brisant ist dabei der Zeitdruck. Die Staatsregierung möchte eigentlich noch vor der Sommerpause entscheiden, wo der dritte Nationalpark entstehen soll. Eine Sackgasse für die Energiewende, sagen die einen, absolut notwendig für die Energiewende, sagen die anderen. Sie alle kommen zu Wort bei den Antragskonferenzen der Bundesnetzagentur zur Gleichstromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Landshut. Der Auftakt für Bayern war in Weiden. Dort wurden zwei Tage lang Einwände gesammelt, die bei der Detailplanung der meist unterirdischen Trasse berücksichtigt werden sollen. Doch das geht einer stattlichen Anzahl von Bürgerinitiativen bereits zu weit.
stoppt den Südostlink. Die Botschaft der Demonstranten vor der Weidner Max-Reger-Halle war klar. Die geplante Stromleitung von Sachsen-Anhalt nach Bayern quer durch die Oberpfalz soll nicht gebaut werden. Anlass des Protestes war die erste Antragskonferenz der Bundesnetzagentur in Bayern. Hier wurde heute die Notwendigkeit der Stromtrasse erläutert. Wir haben in vielen unabhängigen Untersuchungen in der Bundesnetzagentur immer wieder festgestellt, dass wir diese Leitung brauchen, um den in Norddeutschland produzierten erneuerbaren Strom nach Süddeutschland und nach Bayern transportieren zu können. Doch genau das bestreiten die Trassengegner. Der Südostlink sei insgesamt unnötig und werde vor allem für Kohle- und Atomstrom genutzt. Bürger, Verbände und Kommunen hatten bei der ersten Antragskonferenz die Möglichkeit, Einwände gegen die geplante Stromtrasse vorzubringen. Das wurde hundertfach genutzt, vor allem auch von Aktionsbündnissen aus der nördlichen Oberpfalz. Diese Gleichstromtrassen zerstören die Natur. Wir haben 250 Kilometer in Bayern und 40 Meter Breite haben wir 1000 Hektar Zerstörung von Wald und Natur. Natürlich ist sie unnötig. Es haben Berechnungen ergeben, dass wir diese Trassen nicht brauchen. Es wird gar nichts passieren, weder in Deutschland noch in Bayern. Es gibt keinen Blackout. Die Aktionsbündnisse bemängelten bei der Konferenz auch die hohen Kosten für die Endverbraucher. Strom werde zum Luxusgut. Und mit der Entscheidung für Erdverkabelung sei es absurd zu behaupten, es sei günstiger, Strom nach Süddeutschland zu transportieren, als ihn vor Ort zu produzieren. Ja, bleiben wir beim Thema Energie und zwar bei Alternative. Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2020 satte 20% weniger Energie aus konventionellen Quellen verbrauchen. So sprießen Windräder aus dem Boden und die Dächer werden mit Photovoltaikanlagen bestückt. Doch eine Energiequelle wird dabei oft vernachlässigt, die Wasserkraft. Mehr als 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Gerade deshalb spielt die Wasserkraft bei der Energiewende eine große Rolle. Allein in Bayern wird aus den Flüssen und Seen jährlich so viel Energie gewonnen, dass 3 Millionen Haushalte damit versorgt werden können. Doch hinter dieser erneuerbaren Energiequelle würde eigentlich noch viel mehr Potenzial stecken. Um das Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie Bürgern zu verdeutlichen, hat die Bayerische Gemeindezeitung am Donnerstag in Straubing das 5. Wasserkraftforum organisiert. Für diese Veranstaltung ist ganz, ganz wichtig, dass das Thema Wasserkraft positiv dargestellt wird. Wasserkraft ist eine CO2-freie Energiequelle, die in großer Menge insbesondere auch elektrischen Strom erzeugt. Sie ist grundlastfähig, was halt Wind und Sonne leider gar nicht sind. Und wir brauchen einfach Ausgleichsmöglichkeiten für die Zeit, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Der Freistaat Bayern setzt bei der Energiewende schon längst auf die Wasserkraft. Wir haben insgesamt in Bayern etwa 14% der Energieerzeugung in der Wasserkraft stecken. Auf Bundesebene macht es etwa 3% aus. Und von diesen Wasserkraftenergien im regenerativen Bereich können wir etwa 33% genau in Bayern festhalten. Der Bund hat etwa 10% beim regenerativen Bereich aus Wasserkraft. Doch neben der Erzeugung von grünem Strom kann die Wasserkraft noch viel mehr. Sie ist emissionsarm, unendlich und umweltfreundlich. Sie leistet einen Beitrag zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes, zur Reinigung der Gewässer. Sie entwickelt die Ökologie. Wir stellen die Durchgängigkeit an Flüssen her für die Fische. Wir schaffen ökologische Gewässerstrukturen und das in Summe ist ein Mehrwert für die Allgemeinheit. Als Vorzeigebeispiel bei diesem Thema geht die Talsperre am Höllenstein im Bayerischen Wald voran. Dort wird eine ganz spezielle Druckkammer-Fischschleuse eingesetzt. Das Besondere an dieser Fischschleuse ist im Prinzip die energetische Nutzung. Das heißt, die Fische können durchwandern und es wird mit dem Lockstrom auch noch Strom erzeugt. Innovationen wie diese sind in Zukunft auch nötig, um die Energiewende in Deutschland voranzubringen. Wenn Sie daran denken, dass wir große Probleme bekommen werden in Deutschland nach Abschaltung der Kernenergieanlagen, weil wir einfach sehr, sehr viele Erzeugungsanlagen im Norden haben, aber in Süddeutschland dann nur noch sehr wenig, zu wenig. Dass wir über große Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen sprechen, die dann den Windstrom von Nord nach Süden bringen sollen, zeigt, wie dringend wir die Wasserkraft hier im Süden brauchen und welche Bedeutung die hat. Ein Schritt, das Potenzial der Wasserkraft in die Welt zu tragen, ist mit dem 5. Wasserkraftforum getan. Im nächsten Jahr findet die Veranstaltung dann an einem anderen Ort statt, doch stets mit demselben Motto: Wasserkraft,
Ja, bitte. Anfangs hatte ich nur diese Rötungen. Doch dann wurde es immer schlimmer. Kuperose. Mein Dermatologe hat mir dann das Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics empfohlen. Der pflanzliche Wirkstoffkomplex mit Calendula-Extrakt mindert Rötungen und kleine sichtbare Äderchen erscheinen gemildert. Auch vorbeugend. Copeliac Spezialpflegegel von Medipharma Cosmetics in Ihrer Apotheke. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milcherzeuger. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Meine Schulter hat plötzlich sehr weh getan. Ich konnte mich kaum mehr ohne Schmerzen bewegen. Prof Schmerzcreme wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich bin so froh, dass ich das alles wieder machen kann. Ich kann jedem, der Schmerzen hat, nur raten, holt euch die gelbe Creme aus der Apotheke. Prof. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Egal ob für mich, im Berufsleben oder für die Familie, wir schwören auf LaVita. LaVita ist so viel mehr als nur Vitamine. Über 70 natürliche Zutaten, ausgereiftes Obst und Gemüse, wertvolle Kräuter und Öle. LaVita. Bestellen Sie direkt unter lavita.de. TV Bayern Live, willkommen zurück. Jeder kennt Markus Söder, den bayerischen Finanzminister. Doch wer zieht eigentlich noch die Strippen im Ministerium? Mein Kollege Uwe Brückner spricht mit dem Staatssekretär im bayerischen Ministerium der Finanzen, Landesentwicklung und Heimat, Albert Füracker. Hier ist Bayern im Blick. Bayern im Blick. Heute nehmen wir den Freistaat von ganz oben ins Visier. Mein Gast wollte Astronaut werden. Herr Füracker, ich grüße Sie. Ja, grüß Gott, Herr Brückner. Staatssekretär Albert Füracker, 2008 in den Landtag eingezogen, ein 08er. Da gibt es viele Mitstreiter in der Fraktion und im Landtag. Markus Blume. Und jetzt aktuell Staatssekretär im Heimatministerium. Der Mann, der für uns Heimat schafft. Was ist für Sie Heimat? Ja, Heimat hat mehrerlei Ebenen. Eine emotionale Ebene. Wir Bayern sind ja besonders stolz auf unsere Heimat Bayern, aber jeder wieder auf seinen Fleck, an dem er geboren wurde und dem er leben kann. Die einen sind gerne und überzeugte Franken, andere sind überzeugte Altbayern, die nächsten überzeugte Schwaben. Jeder ist stolz auf seine eigene Umgebung und lebt gerne in Bayern. Das ist, verbindet uns Bayern. Und wir im Heimatministerium, wir definieren Heimat oft auch technisch, weil für uns die Entwicklung des Freistaates Bayern im Mittelpunkt steht. Bayern soll sich ja gleichmäßig überall entwickeln. Wir haben den Verfassungsauftrag, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern herzustellen, zu bewahren. Und unter dem Aspekt überlegen wir uns, wie können wir die Heimat so lebenswert gestalten, dass die Menschen überall gerne bleiben, junge Menschen bleiben, junge Menschen hinkommen und diejenigen, die unbedingt nach Bayern wollen, und es sind viele aus anderen Bundesländern, sich auch bei uns wohlfühlen, dieser Heimat Bayern. Der Begriff Heimat wird ja von vielen Interessensgruppen in den Mund genommen. Die einen sagen Heimat und sagen mir Hand mir, bleibt ihr draußen, die anderen. Die anderen wollen unter Heimat subsumieren, wie man sich hier zu verhalten hat, Handschlag, ins Gesicht schauen. Die Dritten sagen, Heimat ist nicht Multikulti. Also das ist ein bisschen ein neuralgischer Begriff geworden. Und ja, das Heimatministerium scheint aber jetzt Karriere zu machen. Berlin denkt auch über ein Heimatministerium nach. Wie kommt das? Ja, man sollte Erfolgsmodelle, die in Bayern getestet und gut gelebt werden, durchaus auch nach Berlin übertragen. Da haben wir nichts dagegen. Aber nein, ganz ehrlich, die Idee, die dahinter steckt, zu sagen, wir entwickeln unser Land gleichmäßig, wir schauen, was brauchen die Regionen an unterschiedlichen Hilfen, Unterstützungen, damit gute Entwicklung stattfinden kann. Eine Dezentralisierungsstrategie. Es muss nicht alles in den Städten stattfinden. Im ländlichen Bereich muss es genauso lebenswert sein und bleiben wie bei uns. Das ist eine bestechende Idee. Und ich bin froh,
dass der Heimatbegriff nun in offizielles politisches Handeln auch eingeführt wurde. Schauen Sie, vor 15, 20 Jahren war der Begriff Heimat immer ein bisschen so, über Heimat ist das nicht der Begriff, der vielleicht auch gar nicht so gut belegt ist. Das wird heute niemand mehr sagen. Heute ist jeder stolz auf den Begriff Heimat. Und ich wundere mich manchmal, wo Heimat überall eine Rolle spielt im praktischen Leben. Und deswegen in der Politik ist es gut, diesen Begriff jetzt zu haben. Und wenn der Bund das übernimmt, wir stehen beratend gerne zur Seite. Beratend gerne. Wer weiß, wie die Wahl ausgeht. Man kann ja mal vorausdenken, es würde für Ihre Partei, die CSU, gut laufen. Können Sie nach Berlin gehen? Ich? Ja. Ja, als Landwirtschaftsminister, als Heimatminister. Das Heimatministerium soll ja dort im Landwirtschaftsministerium angedockt werden. Also diese Frage, wer wo, wann, wohin geht, stellt sich immer erst nach Wahlen. Und wir sollten jetzt mal schauen, dass wir möglichst gut abschneiden bei der Bundestagswahl, bevor wir uns überlegen, wer geht irgendwo hin und wer wird irgendwie in irgendwelches Amt kommen. Daran habe ich persönlich noch keinen Gedanken verschwendet. Eine Frage zum Thema gleiche Lebensverhältnisse in ganz Bayern. Das ist schon schwierig. Mit Breitband alleine ist es nicht getan. Wir haben Landschulen, Schulen auf dem Land, wir haben Hausärzte, die fehlen. Also das ist eigentlich eine Gesamtaufgabe des Kabinetts. Da sind Sie als Heimatminister allein, würden Sie scheitern. Ist richtig. Wir haben koordinierende Funktion. Wir brauchen alle Ressorts dazu. Wir brauchten zum Beispiel bei der Frage der Behördenverlagerung, die wir ja beschlossen haben und Gott sei Dank jetzt umsetzen können, natürlich aus allen Ressorts Ideen, welche Behörden verlagert werden können, um das dann zu koordinieren. Wir brauchen beim Nordbayernplan natürlich die Expertise des Wissenschaftsministeriums. Wenn wir eine Dezentralisierungsstrategie unsere Wissenschaftseinrichtungen fahren, brauchen wir das Fachressort, ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben natürlich mit unserem Breitbandausbau schon die zwingende Voraussetzung geschaffen, dass man überhaupt Behörden dezentralisieren kann. Das geht natürlich auch zulasten der Beamten. Also viele Pendler von München nach Nürnberg in Ihr Ministerium. Ja, wir haben hier sehr ordentlich unsere Beamten behandelt, denn niemand wird gegen seinen Willen versetzt. Wir haben ein ganz gutes Personalrahmenkonzept aufgelegt. Anders als früher, als bei Behördenverlagerungen Zwangsversetzungen vorgenommen wurden, haben wir davon Abstand genommen. Und das kommt auch sehr gut an. Und wir müssen überall im Land qualifizierte behördliche Arbeitsplätze haben, gerade auch in den ländlichen Regionen. Und es ist ja auch gar nicht unbedingt gedacht, dass alle Menschen dorthin ziehen aus München, sondern wenn eine Stelle frei wird in München, verlagern die wir meinetwegen in die nördliche Oberpfalz oder in den Bayerischen Wald. Und wir haben sehr viele Versetzungsgesuche auch der Menschen, die dort arbeiten wollen und auch Einheimische, die dort vor Ort einen qualifizierten behördlichen Arbeitsplatz finden können. Und das ist gut. Also Behördenverlagerungen in alle bayerischen Regionen, aber in Ihr Ressort gehört auch ein bisschen der Blick in die Nachbarschaft. Also Seehofer war vor einigen Jahren eigentlich der Erste nach langen Jahrzehnten der Annäherung wieder an Tschechien. Wie sehen Sie denn unsere neuen, quasi die Öffnung, die politische Öffnung zu unseren Nachbarn? Es wurde höchste Zeit. Es ist ein großes Verdienst Seehofers, die Türe aufgetan zu haben. Wir haben einen eisernen Vorhang gehabt durch Europa und hat uns natürlich geradezu in der Oberpfalz, Oberfranken, sehr getrennt von unseren Partnern im Osten. Und wir profitieren unheimlich davon, von dieser Nachbarschaft, die nun neu gepflegt und belebt werden muss. Wir haben in unserem Ressort ein Gutachten angefertigt, wo es darum geht, grenzüberschreitende Pilotprojekte zu entwickeln. Was kann man tun, um gemeinsam Zusammenarbeit zu pflegen? Und da haben wir vieles vorgeschlagen. Das wird jetzt auch umgesetzt. Und auch da muss jedes Ressort einen Beitrag leisten. Es kann gar nicht sein, wir leben mitten in Europa, die tschechischen Freunde nebenan und wir hier, dass wir getrennt bleiben, obwohl der eiserne Vorhang weg ist. Wir arbeiten zusammen. Es gibt ja eine Entwicklungsachse verkehrlich nach Österreich. Und zwar die Achse Paris, Nürnberg, Wien. Das sollte mal über München gehen. Jetzt ist aber die Entwicklung an Nürnberg nicht vorbeigegangen. Da wird ein neues Oberzentrum entstehen. Also freut die Franken. Ja gut, die Franken, jeder soll Freude haben. Unabhängig von der jeweiligen Örtlichkeit in Bayern. Wir wollen alle Räume entwickeln. Und die verkehrliche Erschließung ist natürlich eine unabdingbare Voraussetzung, nicht nur im internationalen Kontext, sondern auch in der Frage der wirtschaftlichen Entwicklung im Lande selbst. Und da müssen wir überall sehen, dass wir gute verkehrliche Entwicklungen vornehmen können. Und deswegen ist das jetzt keine Bevorzugung der einen Region, sondern eben halt gerade in dem Bereich geschehen. Zur Heimat gehören die Heimatmedien. Wir als regionale TV-Sender schaffen Heimat. Bilden die Heimat ab.
Zur Heimat gehört aber auch ein gewisses bürgerliches Miteinander im Dorf, im Landkreis. Das Ehrenamt ist da eine ganz wichtige Säule. Es ist aber schwer unter Druck. Die jungen Leute sagen, wir haben kaum noch Zeit für Feuerwehr, für Blaskapellen. Also ich würde es differenzierter betrachten. Der Stolz auf die Heimat wächst auch bei der Jugend, wenn ich schaue, wie in den Dörfern draußen wieder Kirchweihen gefeiert werden, wo sich junge Menschen engagieren, das dörfliche Leben zu organisieren. Und auch in den Vereinen ist es sehr unterschiedlich. Wir haben Regionen, da funktioniert es sehr, sehr gut. Und es hängt meistens an ein paar wenigen, die die Initiative ergreifen, andere mitreißen und begeistern. Ich bin, was unsere Jugend anbelangt, da sehr optimistisch eingestellt. Und ich glaube, dass Ehrenamt wieder neue Konjunktur bekommen wird. Wir fördern als Freistaat Bayern ja auch das Ehrenamt, wird Ehrenamtskarte haben. Und wir haben auch für uns in unserem Ministerium durch Verleihung von Heimatpreisen zum Beispiel eine Möglichkeit, Engagement vor Ort in besonderer Weise zu würdigen und zu belohnen. Ich bin hier sehr optimistisch. Und Sie sind auch ein gefürchteter Schafkopfspieler, also verwurzelt mit Leib und Seele, der Mann, der eigentlich Astronaut werden wollte. Albert Füracker, Staatssekretär im Heimatministerium in Bayern. Ich wünsche Ihnen eine gute Hand für die Heimat. Vielen Dank. Bedanke mich fürs Kommen und das war Bayern im Blick. Danke. Ja, vielen Dank, Uwe Brückner. Jetzt wird's sportlich bei TV Bayern Live, denn Jacqueline Kreuzpointner, Sina Lippert und Maggie Wugmann sind bei uns im Studio. Ihr seid Sportakrobaten. Ja, jetzt müsst ihr mir mal zeigen, was das eigentlich ist. Bitteschön. Wow, super. Also das Studiopublikum fehlt jetzt, deswegen applaudiere ich euch mal. Wir reden gleich und dass Sportakrobatik viel mehr ist als einfach nur Turnen, davon kann man sich an diesem Wochenende selbst ein Bild machen. Denn in Friedberg bei Augsburg, da finden die deutschen Meisterschaften der Sportakrobatik-Jugend statt. Knapp 150 Teilnehmer sind aus 9 Bundesländern angereist und versprechen sportliche Highlights. Auch aus Bayern sind ein paar Sportlerinnen mit dabei und geben alles. Hier bei der Deutschen Meisterschaft der Sportakrobatik in Friedberg ist wirklich eine Menge los. Einfach nur Turnen sieht irgendwie anders aus. Das ist schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, was die hier so zeigen. Wir drücken besonders den Friedbergern die Daumen, denn die sind das einzige Team, das sich aus ganz Bayern für diese Deutsche Meisterschaft hier qualifiziert hat. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal an, was die jungen Sportlerinnen und Sportler hier so drauf haben. Die Anforderungen bei den deutschen Meisterschaften der Sportakrobatik Jugend sind hoch. Das wissen auch die beiden Friedberger Favoritinnen. Nicole Boxler und Sophie Kirschner zählen zu den großen Hoffnungen der deutschen Sportakrobatik. Erst im vergangenen Jahr haben die beiden Friedbergerinnen an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Klar, dass sie da auch in ihrer Heimat zeigen wollen, was sie drauf haben. Der sportliche Erfolg der beiden Mädels kommt allerdings auch nicht von irgendwoher. Wie viel Zeit geht da so drauf in der Woche? Ja, also wir trainieren 4-mal die Woche und dann immer so 3 bis 4 Stunden eigentlich. 3 bis 4 Stunden? Hat sie danach nur irgendwie Kraft oder fällt man dann ins Bett und schläft sofort ein? Ja, es gibt Tage, wo es besser ist und dann gibt es auch noch Tage, wo es schlechter ist und wo es nicht so gut klappt eben und dann fällt man einfach ins Bett. Heute sollte aber alles klappen, denn die Wertungsrichter achten auf jede Kleinigkeit. Theoretisch können sich die Sportler bis zu 30 Punkte holen. In der Realität ist das aber beinahe unmöglich. 10 Wertungsrichter schauen sich die Übungen der Akrobaten ganz genau an. Genau wie die Jurymitglieder, die dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das bedeutet, angenommen, ich wäre um einiges sportlicher und wäre jetzt da heute und wäre auch jünger und wäre heute hier, dann müsste ich quasi die Kampfrichter bestechen und auch noch Sie, damit es dann am Ende durchgeht, oder? Nein, das wollen wir mal gar nicht so sagen. Das wollen wir gar nicht hören. Das soll ja alles fair zugehen und die, die wirklich verdient haben zu gewinnen, die sollen auch gewinnen. Dann im Idealfall natürlich die Friedberger, klar. Kann ich sagen, sie nicht. Ja. Und für die bayerischen Mädels wird es jetzt richtig ernst. Nicole und Sophie geben alles. Das Publikum tobt. Ob es der Jury auch gefallen hat?
Insgesamt 8 Akrobatinnen des TSV Friedberg haben sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Nach dem Auftritt fällt die Anspannung der letzten Stunden ab. Mädels, wie ist gelaufen bei euch? Ganz gut eigentlich. Ja. Seid ihr zufrieden? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Auf ihr Gefühl konnten sich die Friedberger Mädels verlassen. Am Ende haben sie den 3. Platz in der Gruppenwertung belegt. Die beiden Friedberger Favoritinnen Nicole Boxler und Sophie Kirschner haben es in der Paarwertung ebenfalls aufs Treppchen geschafft. Nach ganz oben. Na dann steht der Europameisterschaft doch nichts mehr im Wege. Ja, da haben wir jetzt die Elite der Jugend gesehen. Und ihr drei seid ja schon, oder zumindest ihr beide seid, glaube ich, schon ziemlich oder drüber, gell? Oder bist du noch in der Altersklasse? Ja, als Team. Ja, genau. Also, Sina, was mich jetzt am meisten interessiert, ist, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Turnen und Sportakrobatik? Also, so grob gesagt, ist es eigentlich, dass man in der Sportakrobatik eben mit Partnern zusammenturnt. Also, wir sind jetzt sozusagen ein Trio, aber das variiert ein bisschen mit wie vielen Partnern man zusammenturnt. Also, man kann es zu zweit, zu dritt oder zu viert machen. Und genau im Kunstturnen ist eigentlich, man ist alleine und man turnt stattdessen mit Geräten und wir sind nur am Boden. Ja, aber ist ja auch spannend, wie wir gesehen haben. Und Jacqueline, du bist jetzt 18, da denkt man langsam ja mal über die Karriere nach. Kann man denn mit Sportakrobatik auch Geld verdienen? Also das ist so, dass bei uns man eben nicht Geld verdienen kann. Wir machen das alle nebenher, neben der Schule, neben dem Studium oder dem Beruf. Es machen ein paar Sportakrobaten, die danach zum Zirkus gehen. Also wir haben Sportakrobaten zum Beispiel beim Cirque du Soleil, der ist ziemlich bekannt. Und eben man kann seinem Verein erhalten bleiben, indem man Trainer wird. Und wir haben eben das Glück, dass unsere Trainerin jetzt hauptberuflich auch für uns da ist und uns sich die Zeit für uns auch nehmen kann. Sehr gut, also nicht nur Ehrenamt. Und Maggie, ich habe ja gerade mal ein bisschen was gesehen, aber was ist denn die Übung, die dir vielleicht am meisten Spaß macht? Mir macht am meisten Spaß, also Tempo, dort wo man Saltos macht, weil es halt hoch ist. Und und wie bist du zur Sportakrobatik gekommen? Ich bin zur Sportakrobatik gekommen, weil ich konnte sehr gut, also ich konnte schon sehr gut Handstand von meiner Mutter, weil sie ist auch Akrobatin gewesen. Habe ich es halt probiert und es hat mir sehr Spaß gemacht. Und dann habe ich es halt angefangen. Okay, also wenn ich einen Handstand probieren würde, ich glaube, das wird ziemlich schief gehen. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns im Studio wart und uns ein bisschen was gezeigt habt. Und wir wissen jetzt deutlich mehr über das Thema Sportakrobatik. Und jetzt machen wir eine kleine Verschnaufpause und danach geht es nämlich gleich schon weiter mit dem Thema Sport. Bis gleich. Nach einer kurzen Winterpause erstrahlt Deutschlands größter Freizeitpark in neuem Glanz. Pünktlich zum 1. April öffnete der Europapark in Rust wieder seine Pforten, natürlich mit atemberaubenden Neuheiten, die kurz vorher der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Hauptattraktion 2017, das Voletarium. Auf den Spuren zweier Flugpioniere, die Gebrüder Eulenstein, entführt das größte Flying Theater Europas ab Juni seine Passagiere zu den schönsten und faszinierendsten Orten des Kontinents. Ja gut, es ist nicht nur die Attraktion an sich, sondern dass wir den kompletten Bereich eben thematisiert haben mit dem Adventure Club of Europe, mit dem Professor Nikolaev und den Eulenstein-Brüdern, dass wir wirklich eine komplette Geschichte darum gebaut haben. Insofern ist es, wie gesagt, viel, viel mehr als eigentlich die normale Attraktion, die natürlich dann schon speziell ist, weil man in einem 26 Meter breiten und 18 Meter hohen Halbkuppel reinfliegt und dann mit 6 Bewegungsgraden eben über Europa fliegt. 4,5 Minuten, 17 Locations, 11 davon real gefilmt und 6 animiert. Also wir sind jetzt schon richtig gespannt, wie es sich dann anfühlt. Modernste Beamer projizieren die Bilder auf gigantische 400 Quadratmeter große Leinwände. Die Besucher sollen den Film mit allen Sinnen erleben können. Dabei helfen Effekte wie Wind, Wasser und Gerüche. Gepaart mit den schärfsten Aufnahmen, die derzeit möglich sind.
Es ist in der Tat so, dass wir die ersten 8K-Kameras von dem Hersteller Red aus Amerika hatten. Wie gesagt, Marvel hat diese Kameras auch eingesetzt, noch eine Woche vor uns. Insofern, aber wir sind die ersten in Europa, die damit gedreht haben. Und Fluggenehmigung war in der Tat schwer. Es war für mich ein ganz besonderes Highlight, über Venedig fliegen zu dürfen. 2007 ist James Bond der Letzte gewesen mit Casino Royale, der dort über Venedig fliegen durfte. Und dass jetzt so eine kleine, in Anführungszeichen, Mag Media aus Rust auch über Venedig fliegen darf, war schon ein tolles Gefühl. Und um Gefühle geht es auch bei den unzähligen Shows, welche den Europapark weltweit einzigartig machen. 23 Stunden Entertainment pro Tag, nach jedem Geschmack. Wir haben alle Shows neu gemacht, also die Eisshow ist neu, das Varieté, die Arena. Also da haben wir unheimlich viel gemacht. Die neue Parade ist wieder am Start, war letztes Jahr sehr erfolgreich und dieses Jahr mit neuer Musik und neuen Kostümen. Also da gibt es viele Überraschungen, aber auch im Abendbereich haben wir wieder einige Überraschungen. Die Nightbeat Angels, ein Format für ja, die jüngere Zielgruppe ab 18, wieder ab April am Start. Also da kann sich jeder drauf freuen. Die Freude am Detail und vor allem die Leidenschaft der Familie Mack sind die Erfolgsfaktoren des Europaparks. Und das seit mehr als 40 Jahren. Eine perfekte Verbindung von Tradition und Innovation. Dass das, was Bestand hat, dass das immer wieder gepflegt wird, dass es auch verschönert wird, dass es zum Teil auch verändert wird, das zeichnet diesen Europapark aus. Hier wird nicht mal was gebaut und dann bleibt es stehen für alle Zeiten, sondern es lebt, es atmet neben den neuen Attraktionen, die kommen. Und die jährlich rund 5,5 Millionen Besucher immer wieder aufs Neue in ihren Bann ziehen werden. Der Europapark bietet mit spektakulären Fahrgeschäften, beeindruckenden Shows und luxuriösen Hotels vor allem eines: den perfekten Kurzurlaub für die ganze Familie. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. TV Bayern Live, willkommen zurück. Integration ist ja nach wie vor ein viel diskutiertes Thema in unserer Gesellschaft, von der Politik bis zum Otto-Normalverbraucher. So auch in den Sportvereinen. Beim Schwimmverein Grafing Ebersberg wird über Integration jedoch nicht nur gesprochen, nein, sie wird gelebt. Unsere folgende Sportreportage verrät mehr. August 2014. Ein junger Flüchtling ertrinkt in einem Ebersberger Badesee. Ein Szenario, das es in Bayern in letzter Zeit leider des Öfteren gab. Damit so etwas künftig nicht mehr vorkommt, haben die Verantwortlichen vom Schwimmverein Grafing Ebersberg ein beispielloses Projekt ins Leben gerufen. Seit 2015 bietet der Club Schwimmkurse für Flüchtlinge an. Bei uns in den umliegenden Orten sind einige Flüchtlinge in den letzten Jahren angekommen und in 2015 gab es einen Unfall bei uns hier im Klostersee, wo ein Flüchtling ertrunken ist und da wurde diese Idee geboren zu sagen, wir machen jetzt hier einen Schwimmkurs und so bieten wir jetzt seit 2015 im Herbst, ich glaube schon den vierten oder fünften Asylbewerberkurs an. Es kommt sehr gut an. Was mir immer auffällt, ist, dass dort die Flüchtlinge auch mal lachen, dass sie fröhlich sind, Spaß haben und ich denke, das ist viel wert in der heutigen Zeit für diese jungen Menschen. Hauptinitiator dieses Projekts war Christian Sponfeldner, selbst langjähriges Mitglied und Trainer im Verein und zudem engagiert im örtlichen Helferkreis Asyl. Dadurch machte er die Flüchtlinge auf die Gelegenheit aufmerksam, unter professioneller Betreuung das Schwimmen zu lernen. Im Endeffekt ist es ein Anfängerschwimmkurs und viele haben vielleicht noch gar nie wirklich geschwommen oder ein paar haben einfach noch Respekt vorm Wasser. Das heißt, wir versuchen spielerisch so an das Wasser ranzukommen, mit bisschen Tauchen, mit bisschen Wasser gewöhnen. Dann konzentrieren wir uns auf den Beinschlag, weil der Beinschlag sowohl in Brust als auch in Kraul wichtig ist, um eine gute Wasserlage zu haben und einfach oben zu bleiben. Und wenn das gut sitzt, fangen wir mit dem Armzug und mit Atemübungen an, um dann so richtig ins Schwimmen reinzukommen. Bisher organisierte der SVGE 4 Kurse mit je 10 Teilnehmern, die meisten aus Eritrea oder Afghanistan. Jeder Kurs ist auf 15 Trainingseinheiten ausgelegt, die jeweils samstags stattfinden.
Dabei geht es zunächst darum, den Flüchtlingen die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Es ist am Anfang eben immer ein bisschen ungewohnt, so, oh, man kriegt ein bisschen Wasser ins Gesicht. Aber je öfter sie dann kommen, desto besser funktioniert das. Und man sieht dann eben auch Fortschritte. Also wenn wer regelmäßig kommt, merkt halt, okay, am Anfang kann ich nur 3 Züge machen, dann gehe ich unter und irgendwann wird das immer mehr. Wenn sie dann besser schwimmen können, dann schwimmen wir auch weiter ins Tiefe rein. Und das ist dann eigentlich schon immer eine schöne Sache für die Teilnehmer, wenn sie dann eine ganze Bahn das erste Mal schwimmen können. Die Flüchtlinge selbst sind von dem Außergewöhnlichen und dank der finanziellen Unterstützung, beispielsweise des Bayerischen Landessportverbands, übrigens auch kostenlosen Angebot, sichtlich begeistert. Ich kann nicht schwimmen, aber ich lerne jetzt hier schwimmen. Das gefällt mir sehr gut und das ist sehr nett, Trainer und alles, Kollegen, alles sehr nett. Ich gefällt gut. Ich komme aus Eritrea. Ich wohne in Ibersberg. Ich bin 1 Jahr, 6 Monate bleibe in Deutschland und auch 1 Jahr durchlernen. Und ich habe jetzt Arbeit bei WKR. Die Integration läuft also über weite Strecken schon sehr ordentlich. Allerdings gibt es aktuell noch keine Planungen, die Flüchtlinge langfristig an den Verein zu binden. Vielmehr setzt der SVGE, dessen rund 160 aktive Schwimmer zu den erfolgreichsten in der Region zählen, sowohl auf den Breiten- als auch den Leistungssport. Also wir fangen an mit der Nachwuchsförderung, mit den 5-, 6-, 7-Jährigen, die gerade Seepferdchen gemacht haben. Und je nachdem, wie lange die bei uns bleiben, wenn es einem Spaß macht, geht es wirklich bis rein in den, in Anführungsstrichen, Spitzensport. Also die haben dann schon 4-5 Mal die Woche Training und schwimmen auch immer mal wieder bis zur deutschen Jahrgangsmeisterschaft. Für unseren Verein ist es wichtig, dass wir diese Verbindung zwischen Breitensport und Leistungssport noch weiter verfestigen und beiden Ambitionen quasi hier eine Heimat geben. Wir haben einige Schwimmer, die auch auf ein Sportgymnasium gehen und in Kombination mit unserem Verein einfach sehr, sehr gute Erfolge erzielt haben. Und dieses Miteinander, das finden wir sehr wichtig und wollen das auch weiter so forcieren. Neben den eigenen Nachwuchsschwimmern werden aber auch die Flüchtlinge in Zukunft weiter ein wichtiger Teil des Vereins bleiben. Denn ein Ende des Schwimmkursprojekts ist aktuell noch nicht in Sicht. Und auch wenn der Auslöser dafür eigentlich ein trauriger war, ist es für die Flüchtlinge doch gut zu wissen, dass sie zumindest für ein paar Stunden ihren Sorgen und Nöten ein bisschen davon schwimmen können. Das war's schon fast mit TV Bayern Live für heute. Jetzt folgen noch die Wetteraussichten. Ich sag schon mal auf Wiedersehen und denken Sie dran, am Ende wird alles gut und wenn nicht, dann ist es noch nicht das Ende. Ich bin immer noch ziemlich geflasht von diesen Sportakrobaten. Also irgendwie muss ich das mal ausprobieren. Ja? Also, ja. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wird präsentiert von Sternenfair. Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich zum Bayernwetter. In der Nacht lockern die restlichen Wolken immer mehr auf, es wird teilweise sternenklar. Nur im Südosten des Freistaats halten sich noch kompaktere Wolken, so Richtung Berchtesgadener Land und Mangfallgebirge. Da kann es vielleicht noch ein paar letzte Regentropfen geben. Dabei wird es ziemlich kühl. Wir bekommen einstellige Tiefstwerte von 9 bis 6 Grad. Der Sonntag wird dann in Franken ein freundlicher Tag. Zum Start in den Tag ist es teilweise sogar strahlend sonnig. Später kommen ein paar Quellwolken dazu, aber die bleiben meistens harmlos. Und es wird auch wieder milder mit 17 bis 20 Grad. Der Wind, der weht eigentlich nur schwach. Er kommt größtenteils aus nordöstlichen Richtungen. In Niederbayern, da starten wir mit vielen Wolken in den Tag. In der Oberpfalz ist es teilweise schon freundlich. Nachmittags lockert es in Niederbayern immer mehr auf. Dafür kommen in der Oberpfalz ein paar Wolken dazu. Also alles in allem gibt es am Nachmittag hier einen netten Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 16 bis 19 Grad. Der Wind kommt hier aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen, aber er weht generell recht schwach.
Im Süden, da sind auch noch einige Wolken unterwegs. Besonders Richtung Chiemgau können die etwas kompakter sein. Aber sonst zeigt sich immer wieder die Sonne. Am meisten Sonnenschein bekommen wir wohl im Schwaben und auch im Allgäu. Die Temperaturen steigen an den Alpen nur auf 12 bis 14 Grad. Milder wird es Richtung Donau. Da geht sogar Richtung 20 Grad Marke. Der Wind kommt aus unterschiedlichen Richtungen, aber wird generell nur schwach. Er ist meistens mit Stärke 2 oder 3 unterwegs. In der neuen Woche meldet sich dann allmählich wieder der Frühsommer zurück. Der Montag, der bringt oft strahlenden Sonnenschein und wieder bis zu 21 Grad. Dienstag, Mittwoch steigen die Temperaturen weiter an. Wir bekommen bis zu 24 Grad. Auch die Nächte werden dann nicht mehr ganz so frisch. Dazu gibt es weiterhin sehr viel Sonnenschein. Ein klitzekleines Schauer- und Gewitterrisiko besteht, aber meistens bleibt es wohl die ganze Zeit über trocken. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wurde präsentiert von Sternenfair.